Never say I've been on my ground for 7 days. Need a raise, swear to God I'll never be the same. TBH, TBH, yeah. Was geht, Partys, und herzlich willkommen zum neuen Video hier bei Boost Company. Ich bin Justin und hier steht mein E36 BMW, den ich mir gerade als Daily aufbaue. Jetzt haben wir da ein kleines Problem, das Auto hat keinen TÜV. Ich sag zwar immer, Auto fährt mit Benzin, nicht mit TÜV. Wir haben ja auch eine ganz schöne Liste gemacht und wir schauen uns einfach mal an, was wir für den TÜV machen müssen, was noch zu erledigen ist, heute vor allem. Und ja, dann würde ich sagen, fahren wir bald zum TÜV. Dann kann dieses Auto bald lackiert werden. Ich habe richtig Bock auf dieses Projekt, deswegen fangen wir heute damit wieder an. Also, was ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann, ist so ein Board. Ich meine, wir haben eine 4-Wochen-Challenge mit dem Auto gestartet. Die ist jetzt ein bisschen fehlgeschlagen, weil ich ein bisschen krank geworden bin. Aber ein Whiteboard treibt dich auf jeden Fall voran, deine Projekte zu Ende zu bringen. Und vor allem hast du ja immer super viel einfach zu tun, gerade bei so größeren Projekten. Deswegen schadet es auf jeden Fall nicht, deine Projekte zu organisieren. Habe ich auf jeden Fall in den letzten Jahren gelernt. Was wir jetzt noch machen müssen ist, ich zeige euch das Ganze mal. Ich habe ja während der Krankheit auch ab und zu ein bisschen hier gearbeitet, habe aber keine Videos gedreht, was mir auch ein bisschen leid tut, aber mir ging es wirklich nicht gut und ich habe wirklich nur die 1-2 Tage, wo ich so ab hatte, hier gearbeitet. Wir haben auf jeden Fall Rathausschalen eingebaut. Oh geil, das geht ja gar nicht gut weg. Und auch die Fußräume sind fertig. Das können wir auf jeden Fall abwischen. Rathausschalen haben wir noch ein Problem. Tatsächlich sind die Rathausschalen beim Limo und Coupé unterschiedlich. Auf dieser Seite habe ich jetzt eine Rathausschale vom Coupé verbaut, auf der anderen Seite von der Limousine. Und das ist tatsächlich so, dass hier die Rathausschale ein bisschen raussteht. Also hier hast du einfach so einen kleinen Spalt. Da werde ich auf jeden Fall nochmal eine vom Coupé einbauen. Ist nicht ganz so schön, ist auch ziemlich auf Spannung eingebaut, reißt wahrscheinlich irgendwann raus. Und deswegen werden wir da auf jeden Fall nochmal andere machen. Aber erstmal für den TÜV reicht es. Ich glaube, du brauchst auch nicht unbedingt welche. Aber es ist natürlich schöner, gerade weil wir hier alles geschweißt haben, dass das Ganze nicht so direkt von diesem Dreckwasser, was jetzt gerade draußen ist, halt einfach beschmutzt wird. Dann Fußräume. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon gezeigt habe. Wir haben die auf jeden Fall nicht in einem YouTube-Video zusammen eingebaut. Das sind einmal diese Floorplates aus Metall. Ich finde die ehrlich gesagt ganz geil. Die sehen wirklich richtig gut aus und gibt diesem ganzen Auto noch diesen Motorsport-Touch, wie wir hier auch die Türpappen schon gebaut haben und. Damit kommen wir dann zu den letzten drei Teilen. Einmal habe ich Fahrwerkfelgen aufgeschrieben. Ich habe hinten das Fahrwerk schon einmal neu gemacht. Wir müssen nur andere Felgen mit besseren Reifen auf jeden Fall auf dieses Auto machen, weil die hinteren Reifen ziemlich runterradiert sind, so wie bei jedem BMW. Dann müssen wir uns um Kabelmanagement kümmern und wie ihr seht, habe ich nur einen Scheibenwischer. Das reicht leider nicht ganz aus. Wäre es wenigstens der auf der Fahrerseite, könnte man wenigstens vernünftig gucken, aber der fehlt. Ich würde sagen, wir kümmern uns mal um die Kabel im Innenraum, weil das sieht ziemlich Katastrophe noch aus. So, hier seht ihr schon das Übel. Hier ist nämlich das Kabelmanagement noch Katastrophe. Du hast normalerweise hier ja diese ganze Plastikverkleidung, wo die ganzen Schalter und sowas eingeklipst sind. Hier ist das Kabel für die Uhr, hier ist Kabel für Zigarettenanzünder und. Das gefällt mir so nicht. Und wir möchten bei diesem Auto ja ein bisschen auf Gewichtsersparnis gehen. Genauso muss ich mich da noch ein bisschen um die Kabel kümmern. Und natürlich hier unten sehen die Kabel auch Katastrophe aus. Das können wir ein bisschen zusammenrappen, das ist nicht so schlimm. Aber das hier in der Mitte möchte ich hier natürlich nicht haben. Jetzt habe ich überlegt, wie machst du das? Wie kriegst du das schön verbaut? Und ich fahre ja kein Radio, da dieses Auto noch nie Boxen verbaut hatte, seitdem ich das besitze, dachte ich, können wir doch den Radioschacht einfach nutzen. Du kannst jetzt ganz schön hier die Kabel für Fensterheber und zum Beispiel für den Warnblinkschalter hier hinten durch hoch verlegen und dann kommen die hier vorne raus. Dann liegen die da so lose drin rum, ist nicht ganz so schön. Deswegen habe ich mir hier ein Blech besorgt. Das werden wir schön zuschneiden, natürlich aus Alu, damit das super leicht ist. Das schneide ich mir jetzt zu und passe das erstmal in die Radioblende an, damit das da schön drin sitzt und später können wir die Schalter da verbauen, schön isolieren und dann sollte das auf jeden Fall besser aussehen als dieser Kabelsalat. 3 hours later. So, ich habe mir das Ganze jetzt im Auto ausgemessen. Es sind 6,1 cm nach oben und 19,2 cm in die Breite. Jetzt mache ich was, dafür wäre ich in der Ausbildung getötet worden. Wir haben immer das den Anreißschieber genannt. Normalerweise ist das ein Messschieber. Mit diesem Messschieber solltest du nur messen und nicht damit anreißen. Wie ich meine Prüfung jetzt trotzdem geschafft habe, obwohl jeder gesagt hat, du wirst es nicht schaffen, wenn du es so machst. Ich habe übrigens Konstruktionsmechaniker gelernt. Da habe ich nur mit solchen Blechen gearbeitet. Ich hatte einen Messschieber zum Anreißen und ein Messschieber zum Messen am Ende. Jetzt habe ich mir den auf 6,1 cm festgestellt, gehe einfach hier ran und da meine Ausgangskante hier unten gerade ist, bin ich hier einfach lang gegangen und kann jetzt somit einen Kratzer reinmachen in dieses Blech. Jetzt nutzen sich hier vorne die Messspitzen ab und damit ist der Messschieber natürlich nicht mehr so genau. Aber wie gesagt, vertraut mir, ich habe meine Ausbildung mit sehr gut abgeschlossen und damit klappt das auf jeden Fall. 19 kann ich jetzt leider nicht mehr einstellen oder gerade so. Das machen wir jetzt einfach auf die alte Methode. Mit dem Gliedermaßstab sollte auch easy klappen. Dann werde ich das Ganze zurechtschneiden und dann gucken wir erstmal, dass wir das eingepasst kriegen. Wenn ihr das macht, ist es übrigens wichtig, dass ihr ein Adidas-T-Shirt als Unterlage nehmt, sonst klappt es nicht. Also mit einem Nike-T-Shirt würde es nicht passen.
Das Blech hat jetzt so viele Kratzer, ihr seht es wahrscheinlich nicht, aber hier habe ich eine Linie und hier habe ich eine Linie. Das werden wir jetzt ausschneiden und dann sollte das hoffentlich perfekt reinpassen. So ist das Ganze jetzt angepasst, das ist richtig schön fest und ist perfekt in der Radioblende drin. Jetzt ziehe ich mir die Kabel, ihr seht schon, die habe ich mir hier hinten durchgelegt in die Radioblende rein. Und jetzt müssen wir hier Löcher natürlich anpassen für Fensterheber, Warmblinkschalter und natürlich den zweiten Fensterheber. Erstmal die Kabel ein bisschen zu kurz, ich habe die ein bisschen verlängert bzw. hier unten nochmal umgelegt, damit wir hier jetzt weiter reinkommen, weil ich will unbedingt den einen Fensterheber hier haben und den anderen auf dieser Seite und in der Mitte dann den Warnblinkschalter, weil es mich irgendwie getriggert hätte, wenn beide auf einer Seite gewesen wären. Dafür den Kabelbaum ein bisschen angepasst, hier wieder hochgelegt. Bei BMW hast du hier nämlich überall so schöne Clipmuttern, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie man die nennt, aber du hast halt so quasi einen Kabelbinder mit dran. Damit kannst du schön den Kabelbaum immer festmachen. Die hast du hier überall im Auto. Das ist wirklich eine riesen Erleichterung und dann werden wir die Kabel schön machen, aber so sieht das auch schon erstmal besser aus, sortiert und vor allem musst du nicht irgendwo im Kabelsalat rumwühlen und erstmal den richtigen Schalter für rechts und links besorgen. Außerdem finde ich, es passt alles sehr, sehr gut zusammen, weil dieses Auto ist halt sehr, sehr metallisch, sehr roh, auch mit den Türpappen und sowas. Das passt jetzt alles richtig gut zusammen und dieses Blech werden wir auch gleich nochmal schöner machen. Hier haben wir jetzt einmal das Blech und ich habe alles da rausgeschnitten. So sieht jetzt unsere ganze Vorrichtung quasi aus. Ich habe übrigens alles von hinten angezeichnet und rausgetrennt, denn wenn du mal abrutscht mit dem Dremel zum Beispiel hier, dann machst du dir nur Kratzer auf die Rückseite und die Vorderseite bleibt dann schön verschont. Die ist jetzt ein bisschen dreckig, die werden wir aber auch gleich noch schön machen. Wie habe ich das Ganze gemacht? Ich habe mir das Ganze natürlich angezeichnet, sehr genau. Dann habe ich die ersten Schnitte mit dem Dremel hier gemacht und am Ende habe ich mit der Feile alles schön gefeilt. Dann habe ich natürlich hier meinen Schalter, die habe ich dann zwischendurch getestet und ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze eingebaut aussieht. So, das ist jetzt die erste Version quasi. Wir werden dieses Blech gleich noch schleifen, damit das richtig gut aussieht, aber die Fensterheber sind drin, sie funktionieren und so gefällt mir das sehr, sehr gut, vor allem, weil es hier einfach zu allem passt, was hier drin ist. Wir kümmern uns jetzt gleich erstmal um die Kabel hier, dass das alles schön aussieht. Oder machen wir zuerst das Blech? Ich glaube, wir machen zuerst das Blech. Aber da ich hier schon eine halbe Nachtschicht geschoben habe, mache ich das morgen. Für euch ist das in einer Sekunde und ich würde sagen, wir springen direkt wieder an die Werkbank. Eine Ewigkeit später. Neuer Tag, neue Motivation. Wir legen direkt weiter los. Es soll eigentlich um das Blech gehen, aber ich habe erstmal eine Frage an die Autoexperten unter euch. Wir haben ja bei diesem Auto einen Motorswap gemacht, von 316 auf 318i. Nicht, weil ich es so geil fand, hier jetzt so einen dicken Motor drin zu haben, sondern einfach tatsächlich, weil der Motor quasi umsonst war und ich für die anderen Motoren ziemlich viel Geld bezahlt hätte. Funktioniert übrigens ziemlich gut, läuft soweit. Jetzt hatte ich das Problem, dass das Auto immer überhitzt ist. Also das Auto ist immer viel zu warm geworden. Daraufhin habe ich jetzt... Ich weiß, ihr werdet mich töten, ein gebrauchtes Thermostat von einem anderen Motor eingebaut, den ich noch bis vor kurzem in Benutzung hatte, wo das Thermostat auf jeden Fall funktioniert hat. Tada! Der Motor wird jetzt nicht mehr zu heiß, sondern der Motor wird gar nicht mehr richtig warm. Ich schätze, das Thermostat ist jetzt immer offen, aber vielleicht liegt es ja auch an was anderem. Ich erzähle euch kurz meine Theorie. Natürlich, wenn der Motor jetzt viel zu heiß wird, ist diese Temperaturanzeige hier immer in den roten Bereich gegangen. Ziemlich schlecht, wollen wir nicht mehr haben. Und dann habe ich das Thermostat getauscht und jetzt geht es gerade so über den blauen hoch. Im Stand zumindest. Es ist knapp über dem blauen Bereich. Wenn man jetzt einen Meter fährt, dann fällt das sofort unter dem blauen Bereich und die Temperatur ist weg. Jetzt habe ich noch eine Theorie. Wenn man jetzt aber fährt mit diesem Auto, fällt die Temperatur sofort von knapp über dem blauen Bereich sofort wieder auf Null. Heißt also, wir haben wahrscheinlich bei diesem Motor 60 Grad. Ist ziemlich schlecht. Ihr wisst, wir wollen TÜV machen. Das Problem ist dabei, der Motor kommt nicht auf Betriebstemperatur und im schlechtesten Fall erreicht er seine Abgaswerte nicht. Deswegen sollte die Temperatur schon funktionieren. Außerdem merkt ihr es, wenn ihr rausgeht, es ist gerade ziemlich kalt und ich hätte schon gerne Heizung. Die Heizung funktioniert nämlich nur über das warme Wasser. Wird das Wasser nicht warm, habe ich auch keine warme Heizung. Ist für ein Daily ziemlich schlecht. Wichtiger zumindest für mich als ein Radio. Jetzt habe ich noch die Theorie, das Thermostat hat eigentlich funktioniert. Das sitzt hier drinne. Könnte natürlich auch kaputt sein, kann man gegen ein neues tauschen. Ich habe jetzt die Theorie, das Thermostat war vorher kaputt. Dieser Kreislauf geht nicht auf mit dem Kühler hier vorne zusammen. Wenn dieser Kreislauf nicht offen ist, überhitzt der Motor. Jetzt ist dieser Kreislauf offen zum richtigen Zeitpunkt. Das Auto wird auch kurz ein Stück warm. Ich habe das Gefühl, dass dieser Viskolüfter hier irgendwie einen weg hat. Dreht sich auch nicht mehr so gut. Wenn dieser Viskolüfter natürlich die ganze Zeit lüftet, weil der ist nicht elektronisch angesteuert, kühlt das natürlich den Kühler extrem runter und bei der Fahrt reicht es nicht aus, um diesen Motor warm zu bekommen. So meine Theorie. Jetzt könnt ihr ja mal schreiben, ob man das Thermostat neu machen sollte, ob man den ganzen Viskolüfter neu machen sollte. Aber es wäre für mich auf jeden Fall ziemlich wichtig, dass wir das vernünftig hinbekommen. Deswegen brauche ich eure Hilfe. Vielleicht gibt es ja auch noch ein anderes Problem beim E36. Schreibt es doch gerne in die Kommentare und wir machen weiter mit meinem Blech. Um das Ganze jetzt ein bisschen schöner zu machen, habe ich hier das Blech wieder ausgebaut. Und ihr seht ja, es ist super dreckig, es ist super eklig. Einfach ein bisschen Schleifpapier. Und bei Alublech kannst du halt ganz easy so einen Schliff drauf machen. Ich werde das jetzt ganz vorsichtig hier anschleifen. Oh, das ist schon viel zu grob.
Dann müssen wir das einfach ein bisschen weiterschleifen. Okay, was haben wir hier? Ich weiß gar nicht, welche Stärke das ist. Das ist auf jeden Fall viel zu grob. Wir schnappen uns nochmal was anderes. Ich habe jetzt hier ein altes Stück, viel feineres. Hier steht leider auch nicht mehr drauf, was das ist. Wir probieren es damit nochmal. Ja, das gefällt mir schon viel besser. Ihr müsst dabei nur darauf achten, dass das schön gerade ist. Und dann nehmen wir hier so eine Schliffrichtung damit rein. Dadurch sieht das nochmal ein bisschen rauer aus, ein bisschen rougher aus. Mir gefällt das eigentlich ganz gerne. Manche mögen es nicht so, aber ich mag das, wenn das alles so in eine Richtung so ein leichtes Schliffbild hat. So, das Ganze haben wir jetzt wieder eingebaut. Jetzt müssen wir uns hier unten um den Kabelsalat kümmern, hier vorne um den ganzen Kabelsalat und auch auf dieser Seite. Ich werde das Ganze jetzt schön mit Rabbändern vernünftig zusammenbinden und dann kommt da überall Isolierband rum und dann sollte das Ganze hoffentlich gut aussehen, sodass der TÜV da nicht rumeckert. So, für den ersten Schritt ist hier alles getan. Die Kabel hier sind isoliert, sieht viel, viel besser aus. Die Schalter funktionieren vor allem auch und dieser ganze Kabelsalat hier unten ist erstmal zusammengerappt und weg aus dem Sichtfeld. Warum jetzt zum Beispiel hier dieser Kabelsalat noch nicht komplett isoliert ist, das zeige ich euch im nächsten Video. Also wenn ihr nett seid, dann lasst doch mal ein Abo da. Wir haben jetzt schon wieder einen Schritt mehr für dieses BMW-Projekt. Wenn ihr mir helft in den Kommentaren, können wir vielleicht auch das mit der Temperatur lösen. Und dann brauchen wir nur noch einen Scheibenwischer. Dann bringen wir dieses Auto auf die Straße und dann können wir endlich mit Tuning beginnen. Das ist ja das, wofür ich eigentlich hier bin. Nicht irgendwelche Schrottkarren restaurieren, auch wenn es die letzte Zeit immer so war. Ich möchte jetzt hier wirklich anfangen, dieses Auto umzubauen für den Alltag. Und das seht ihr im nächsten Video. Also stay tuned und bis nächsten Sonntag. Oh, no, the hair.